Wer ab sofort eine Preisliste bei Mercedes-Benz sucht, geht leer aus. Aktuell zeigt der Downloadbereich im Internet einen Hinweis, dass die Seite leider nicht angezeigt werden kann. Der Listenpreis oder etwaige Aktionspreise werden auch im Online-Konfigurator nicht angezeigt. Mercedes geht damit den nächsten Schritt zum neuen Vertriebsmodell. Im Konfigurator sehen Kunden nur noch die Kundenendpreise. Rabatte werden nicht mehr direkt offengelegt. Der Hersteller hat so theoretisch die Möglichkeit, die Preise der Nachfrage dynamisch anzupassen. Zwar verkauft Mercedes die Änderung gegenüber seinen Händlern als Schritt zu mehr Transparenz, jedoch scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Woher soll der Kunde wissen, ob er den richtigen Preis zahlt, wenn er den Preis nicht mit der Preisliste vergleichen kann? Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum neuen Vertriebsmodell ist der Verkauf der Mercedes-Niederlassungen. Aus einer Mitteilung des Betriebsrats an die Mitarbeiter geht hervor, dass die Verhandlungen mit der Konzernführung abgeschlossen sind und dem Verkauf nichts mehr im Wege steht.